Ich bin Holger Klein und ich rede spontan mit Thomas Frickel, Autor, Regisseur, Produzent von mittlerweile zweien meiner Lieblingsfilme. Der eine heißt Deckname Dennis, worin ein scheinbarer amerikanischer Journalist in die Abgründe... Nein, da muss ich gleich widersprechen. Oh. Dennis ist nicht scheinbar und er heißt übrigens auch Dennis Mascarenhas, das ist sein Klarname. Also wir segeln nicht unter falscher Flagge. Moment, also der ist tatsächlich, aber der kommt doch nicht von diesem Fernsehsender. Also den DDC TV doch ist ein Versuch gewesen, deutschsprachige Programme für deutschsprachige Amerikaner zu machen. Dieser Versuch ist leider inzwischen zu einem Stillstand gekommen, weil das nicht finanzierbar war. Irgendwann hat die Bush-Regierung dann die Lizenzen für die Einspeisung in Kabelnetze so angehoben, dass die erstmal aufgehört haben. Und außer der Homepage gibt's da jetzt nicht mehr viel. Also, das heißt, die Legende, die ihr da aufbaut, um die Geschichten zu erzählen, also um den Leuten, die ihr interviewt, die Geschichte von einem amerikanischen Fernsehjournalisten zu erzählen, ist noch nicht mal eine Legende. Nee, also Dennis ist Amerikaner und ja, das wäre natürlich auch fatal, wenn wir da den Leuten irgendwelche Geschichten erzählen würden, die nicht stimmen, denn das ist ja zum Teil grenzwertig, ne, wie sich die Menschen offenbaren. Und das muss schon alles Hand und Fuß haben. Und dadurch, dass er Amerikaner ist, hat er natürlich die Möglichkeit, Dinge zu erfahren, die einem deutschen Journalisten wahrscheinlich verschwiegen würden. Was übrigens schon bei Deckname Dennis so war. Da haben wir mit Leuten geredet, die gesagt haben, deutschen Journalisten würden sie überhaupt nie mehr ein Interview geben. Das war ja auch eher so ein Ausflug, also der Ausflug bei Deckname Dennis. Wohin genau ging der? Ich habe das nie so hundertprozentig verstanden, was ihr eigentlich erzählen wolltet. Ich habe nur gedacht, so, oh mein Gott, es ist im dumpfdeutschen... rechtsnationalen Milieu spielt das alles so ein bisschen, ne? Ja, das ist ja immer so ein Extrakt, was ich dann zusammengestellt habe aus den ganzen Interviews, deren es ja viel, viel mehr gibt als dann in so einem kompletten Film von 90 Minuten Länge, denn in Deckname Dennis ist es ein bisschen länger, Mondverschwörung ein bisschen kürzer als 90 Minuten. Da kann man keineswegs alles bringen, weil die Menschen würden, glaube ich, überfordert und irgendwann schreiend aus dem Kino laufen. Da muss da mal ein Schlusspunkt gefunden werden und deshalb ist es eine Auswahl. Und die Auswahl bei Deckname Dennis habe ich ja zusammen mit einem Frankfurter Kabarettisten getroffen, dem Matthias Belz, der leider nicht mehr lebt. Und Matthias hatte schon so ein Faible für, genau wie ich, für Skurrilitäten um uns herum, für Skurrilitäten die mit der deutschen Identität verbunden sind, aber auch für diese rechte Ecke. Und er hat dann irgendwann in einem Gespräch über den Film mal gesagt, natürlich hätte man sowas auch über die linke Szene machen können, die ja auch ansatzweise vorkommt. Wir haben ja die Antideutschen bei einer Demonstration in Berlin, die übrigens auch Humor hatten. Tatsächlich, ich lerne die immer nur sehr humorlos kennen. Ja, ich bin dann mehrfach auch eingeladen worden von den Deutschen, um den Film zu zeigen. Also sie arbeiten da anscheinend auch gerne damit. Und der Organisator dieser antideutschen Demonstration war dann auch mit einem Redakteur von Konkret im Kino und hat sich angeblich sehr positiv darüber geäußert. Also konnte darüber lachen, was nicht jeder konnte. Ja, aber ich wollte sagen, was Matthias Belz dann mal irgendwann in der Diskussion gesagt hat, nämlich gesagt, wir haben uns deshalb dann auf die rechte Szene konzentriert, weil die ist einfach letztlich doch unterhaltsamer. Ja. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, damals bei Deckname Dennis überhaupt eine Reportage zu machen über solche Szenen? Also das ist ja eigentlich was, wo man sich ungern mit beschäftigt, wo man einfach nur sagt, ja komm, die lass dich Spinner sein. Aber bring die nicht noch ins Kino, gib die nicht noch eine Plattform. Naja, also ich habe schon so ein Faible für Skurrilitäten, die vor der eigenen Haustür stattfinden. Ich glaube, es war der Tipp damals, der geschrieben hat, es ist eine Exkursion, eine ethnografische Exkursion ins eigene Land. Ne? Und also es gilt sozusagen, die deutsche Volksseele zu erkunden dabei, und zwar in Bereichen, die dem Blick normalerweise verborgen sind. Ich glaube, das ist überhaupt eine Aufgabe des Dokumentaristen, da hinzugucken, wo der Blick sonst so eher oberflächlich drüber schweift. Und da ist natürlich die Esoterik-Szenen ein ganz dankbares Gebiet, wo man sehr vieles finden kann, wenn man so die Decke mal ein bisschen lupft, die da drüber liegt. Was ist denn noch unbearbeitet? Also du hast jetzt, ne, Dennis, die Mondverschwörung, die sich ja im Wesentlichen, ja, also
Ich frage mich auch immer noch da, womit die sich eigentlich im Wesentlichen befasst, weil es ist ja im Grunde auch dann wiederum ein Fass ohne Boden, wenn man da den Deckel lüpft. Ja. Und man kann gar nicht an einem Gedanken entlang so einen Film erzählen, ne? Nee, das geht ja auch nicht, weil dieses ganze Esoterik, Gespinst ist ja nun so vielfältig und so verästelt, dass man das überhaupt nicht zusammenfassend darstellen kann. Es gibt zwar so ein paar Stränge, denen ich ja versuche zu folgen dabei, aber geschlossene Gedankengebäude kann ich daraus nicht rekonstruieren. Und sicher würde man sagen, die Leute haben die wohl, weil es ist ja auch gut, wenn man so geschlossene Gedankengebäude hat, weil man dann plötzlich wieder alles erklären kann, was in der doch sehr vielfältigen und unübersichtlichen Wirklichkeit ein bisschen konfus erscheint. Ist übrigens auch eine Erklärung, die Psychologen geben dazu. Ich hatte ja das Vergnügen, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ne? Das kann ich nehmen, das gehört ja dazu. Ja, als der Film rauskam, hat der Hessische Rundfunk eine kleine Reportage darüber gemacht für ein Kulturmagazin und denen war das unheimlich. Also die Rede von Mondverschwörung. Die haben gesagt, was sind denn das für Leute und da müssen wir mal einen Fachmann dran setzen. Das Fernsehen setzt ja gerne Fachleute dran. Und dann haben sie einen Psychiatrieprofessor eingeladen, der sich diesen Film mit mir zusammen angeguckt hat. Und der hat das dann eigentlich bestätigt, was ich eigentlich auch gedacht habe, dass es oft Menschen sind, die orientierungslos sind, denen irgendwas widerfährt in der Gesellschaft, was sie als ungerecht empfinden, die aber nicht genau wissen können, wer oder rausfinden können, wer da nun schuld ist und überhaupt diese ganzen Zusammenhänge, die so auf uns einstürzen, sind ja so verwirrend, dass man nach einfachen Erklärungsmustern sucht und diese Verschwörungstheorien, die bieten einfache Erklärungsmuster an und wenn man sich so eine Idee aneignet, dass beispielsweise die Chemtrails für alle möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verantwortlich sind, dann ja, ist es sehr leicht, die Welt wieder zu erklären. Und es stellt sich nie wieder die Frage, warum man eigentlich krank ist. Ja. Bitte? Und es stellt sich nie wieder die Frage, warum man eigentlich krank ist. Ja, eben. Und sehr viele Leute brauchen halt zumindest mal Erklärungen. Und wenn man dann so ein Raster hat, wo man alles einordnen kann und plötzlich alles völlig klar ist, weil es sowieso immer die gleichen sind, die einem das antun, dann ist es vielleicht einfacher, sich zurechtzufinden. Und dieses Bedürfnis scheint zu wachsen, denn Esoterik, also der Markt für Esoterik wächst ja auch. Hast du das selber gedreht? Also warst du bei den Aufnahmen dabei? Ja, ich bin auch Kameramann. Wie habt ihr das ertragen? Also jetzt mal davon abgesehen, dass ich mich auch frage, wie kann man da bei manchen Sachen ernst bleiben? Aber das kann man ja trainieren. Aber wie habt ihr es ertragen? Nun, also es ist ja nicht so, dass wir völlig unvorbereitet in diese Situation reingegangen sind. Alle Leute, die im Film erscheinen, sind ja publizistisch sehr aktiv. Die haben entweder Bücher geschrieben, denn man neigt dazu, dann das Ganze in Form von Büchern abzusondern, oder sie schreiben ins Internet, und zwar da seitenweise, sodass man sich da ganz gut vorbereiten kann. Wir wussten also schon einigermaßen, was auf uns zukommt. Und Dennis macht ja geltend, das sagt er übrigens dann auch im Making-of, dass er indianischer Abstammung ist und dass ihm das etwas besonders Stoisches gibt. Also er kann in der Tat diese Sachen alle sich anhören, ohne da mit der Wimper zu zucken, sage ich jetzt mal. Stimmt ja auch. Und ja, ich selbst hatte den großen Vorteil, dass ich ab und zu mal rausgehen konnte, unter dem Vorwand Filme zu wechseln und da durchschnaufen konnte. Muss ich natürlich auch vorstellen, dass die Interviews jetzt nicht wie im Film auf 3 Minuten verdichtet waren. Das ist eher so die Herangehensweise des Fernsehens, dass die sich irgendwo breit machen und sagen, so, jetzt haben sie 2 Minuten und 30 Sekunden Zeit, ihr Anliegen darzustellen. Sondern diese Gespräche, die wir auch aufgenommen haben, oft auch in großer Länge aufgenommen haben, haben mal 2 Stunden, 3 Stunden gedauert, manchmal sogar noch länger. Ja, die sind noch länger als auf der Extras-DVD. Ja, auch das sind wiederum nur Ausschnitte, weil dann hätte ich 4 DVDs machen müssen. Ja, hättest du mal. Ja, also das hätte mir gar niemand mehr bezahlt. Also ja, aus der jetzigen DVD-Produktion sind ja immer noch 5.000 Euro ungedeckt. Und das liegt übrigens daran, dass das ja alles noch analog aufgenommen wurde, weil die Amerikaner haben damals HD-Qualität verlangt, also High Definition. Und das 16 mm Aufnahmematerial
war zu dem Zeitpunkt ungefähr preisgleich mit dem Videomaterial, was man, sagen wir mal, mit der Videotechnik, die HD aufgenommen hätte. Und deshalb habe ich das alles noch auf Film gedreht. Und das hat sich jetzt bei der Reproduktion gerecht. Das muss ihr habt die Mondverschwörung auf Film gedreht? Ja, es ist auf Film gedreht. Wie lange ist das denn her, dass ihr die gedreht habt überhaupt? Gedreht wurde so 2005, haben die Aufnahmen angefangen. Ach so, wie lange habt ihr denn? Das war gerade diese Umbruchzeit. Und wie lange habt ihr denn daran gearbeitet insgesamt? Ja, die Schnittphase war dann ziemlich lange. Da muss ich natürlich entschuldigend sagen, dass ich auch noch andere Dinge mache. Ich bin ja nun auch Vorsitzender und Geschäftsführer von einem großen Berufsverband in der Filmmedienbranche, der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, also dem Berufsverband der Dokumentaristen in Deutschland. Und das ist eigentlich etwas, was ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deshalb gehen eigene Projekte manchmal nicht so richtig voran. Also zwischen Deckname Dennis und der Mondverschwörung liegen ja auch 15 Jahre. Ne? Und es sieht trotzdem vom Material her sehr, sehr ähnlich aus, ist mir aufgefallen. Ja, dann liegt es daran, dass es 16 mm ist, ja? Möglicherweise. Es hat also den Filmlook, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sich in diesen Kreisen, in die wir uns reinbewegen, nicht viel verändert. Zumindest die Wohnzimmertische nicht allzu sehr, ne? Ja, die leben ja auch mit rückwärtsgewandten Utopien, sag ich mal. Du musstest also das komplette Filmmaterial nochmal matzen auf HD, damit es überhaupt auf die... Ja, das, was ich jetzt für die DVD haben wollte, musste nochmal neu zusammengestellt und zusammengeschnitten werden. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Und zum Teil rekonstruiert werden, weil das ja für andere Zusammenhänge schon auseinandergeschnitten war. Und tja, das hat auch eine Weile gedauert. Also die DVD-Aktion hat ja letztes Jahr im Dezember angefangen und... Ja, hat sich über ein halbes Jahr hingezogen, wobei ich mich heute noch wundere, dass mir da niemand aufs Dach gestiegen ist und gesagt hat, jetzt habe ich schon im Dezember was bezahlt, warum kommt denn da nichts? Also die Leute waren sehr verständnisvoll. Ich habe allerdings auch versucht, sie von Zeit zu Zeit über den Fortgang zu informieren. Und ich habe ja dann ein paar Mal auch gesagt und geschrieben und denke das auch, dass das Resultat die Wartezeit auch rechtfertigt. Ja, es ist auch die 22 Euro wert, die ich dafür bezahlt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Ja. Ich habe das im Dezember, glaube ich, auch schon gesehen, dieses Projekt, und habe gesagt, hier, ich will keine 20 Euro für eine DVD bezahlen. Ich zahle dir 10 Euro, wenn ich den Film direkt runterladen darf. Oder 22, wie ich neulich lese. Ja, neulich habe ich dann auch gesagt, okay, ich zahle auch 22, aber kann ich es denn jetzt bitte runterladen? Ja. Aber das war ja einfach nur noch ein Rant. Witzigerweise habe ich das Ding bestellt und dann gesagt, ich würde auch 22 Euro fürs Runterladen zahlen. Warum kann ich es nicht runterladen? Also ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich für diese DVD-Produktion, die ich einfach gut und wichtig fand, ne, einfach um diese zusätzlichen Materialien der Öffentlichkeit noch zugänglich zu machen, einigermaßen auf meine Kosten komme. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass noch im Juli dann ein Download freigeschaltet wird. Allerdings nicht des gesamten Materials, was auf der DVD ist, sondern des Films alleine. Mhm. Und das, denke ich mal, wird spätestens der letzten Juliwoche passieren. Ah ja, super. Ich denke, du kommst da auf jeden Fall auch auf deine Kosten, weil ich also so viele Rückmeldungen, wie ich schon gekriegt habe, dass die Menschen bereit wären zu bezahlen für einen Download, sollte das Ja, das finde ich ja auch toll, weil es war bei Deckname Dennis lange so, dass der Film gar nicht erhältlich war. Mhm. Da gab es mal eine Videoedition relativ früh auf VHS und die war dann vergriffen und dann gab es den Film nicht und dann haben einige Leute das Video gerippt und haben das auf irgendwelchen Plattformen, hauptsächlich auf so Torrent-Seiten hochgeladen in einer bedenklichen Qualität und ich habe dann angefangen mit einem Upload in einer bescheidenen Qualität, inzwischen ist die besser, weil wir es nochmal hochgeladen haben auf der Seite onlinefilm.org. Ich mache deshalb Reklame, weil das eine Plattform ist, die den Rechteinhabern selbst gehört, also Filmemachern hauptsächlich. Wir haben die vor vielen Jahren mal gegründet, um sozusagen Filme direkt vom Erzeuger zu verkaufen. Mhm. Und da ist der Preis einigermaßen moderat, weil ich weiß, dass Filme, also Spielfilme sonst so um die 10 Euro kosten. Also 8, 9 Euro kostet der Dennis da, glaube ich, ne? Ja, 8,50. Es liegt genau in der Mitte und ich denke, in diesem Bereich vielleicht 50 Cent mehr oder ein Euro mehr wird sich dann auch die Mondverschwörung bewegen und das ist, glaube ich, etwas, was man noch akzeptieren kann. Ja, und das also man will aber, also ich habe eben, glaube ich, Twitter voll gespammt eine Stunde lang, weil ich zum ersten Mal die Extras-DVD gesehen habe. Eigentlich will man die Extras-DVD sehen. Die ist also, das ist noch heftiger, finde ich. So. Ich finde das auch. Also es hat mir auch wirklich richtig leid getan, dass ich in den Film begrenzen musste. Ne? Ja. Weil das sind so kuriose Dinge dabei, dass ich dachte, na, was kann man damit noch machen? Ne? Und
das ist ja noch nicht mal alles. Ne? Also im Grunde genommen ist das wirklich eine Ansammlung von Unglaublichkeiten. Übrigens heißt ja eine der Seiten, über die sich die Leute austauschen, auch Unglaublichkeiten. Hast du zu Deckname Dennis auch noch so viel Material? Ja. Nur da bin ich sehr im Zweifel, ob sich das rechnet, wenn ich das jetzt aufbereiten würde. Denn ich bin auch ein bisschen erschrocken. Ich habe ja angefangen mit einem angepeilten Ziel von 7.500 Euro, weil ich gedacht habe, dafür kann ich das machen mit der DVD, inklusive Bonusmaterial. Und dann hat sich aber gezeigt, dass allein das Negativ nachzuschneiden über 2.000 gekostet hat und die Digitalisierung von zusätzlichen Materialien dann 2.300 oder 2.500 und dann musste der Ton nochmal gemischt werden. Und der Rick, der Büroleiter von DDC-TV, Rick Minich, der die DVD dann jetzt auch das Authoring gemacht hat, also die DVD letztlich gestaltet hat, der saß und das hat viel länger gedauert, als es geplant war, war also auch hat doppelt so lange daran gesessen, dadurch war es auch doppelt so teuer. Und wenn ich das alles für die Restmaterialien von Deckname Dennis machen wollte, die ja natürlich auch nur analog vorliegen, also das würde diese Kosten wahrscheinlich nochmal übertreffen. Rechnest du überhaupt damit, dass du die Kosten wieder reinkriegst für die DVD? Naja, ich habe ja mich letzte Woche bedankt über die Facebook-Seite und gesagt, dass über die Vorfinanzierungsaktion nicht 7.500, sondern 10.700 Euro reingekommen sind. Mhm. Ne? Und ich denke, die 5.000, die noch fehlen, das ist schon durch die Einzelverkäufe noch zu realisieren. Und alles, was darüber hinausgeht, dient erstmal dazu, auch die Arbeit zu finanzieren, die ich selbst da reingesteckt habe. Denn das danach frage ich zunächst mal nicht, ne? Reich wird man damit nicht. Wenn dann noch was übrig bleibt, ist schön. Dann kann man vielleicht mal irgendwann einen neuen Film drehen. Das heißt, man wird nicht reich damit. Geht das allen Dokumentarfilmern so? Dass sie im Grunde von der Hand in den Mund leben? Das ist jetzt mein Lieblingsthema. Ja, immer her damit. Also, Dokumentarfilme, habe ich mal im Zusammenhang mit meiner anderen Tätigkeit im Verband gesagt, sind die Parias in der deutschen Medienbranche. Also was die Vergütungen angeht, insbesondere beim Fernsehen, rangieren wir ziemlich am Schluss. Ne? Jeder Bereich in der Film- und Medienproduktion wird besser bezahlt als die Dokumentarfilmertätigkeit. Und wir haben gerade eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern. Bei Leuten, die nur als Autoren, Regisseure arbeiten und festgestellt, dass da viele wirklich in einem Bereich tätig sind, den man schon prekär nennen muss. Ne? Mhm. Und das ist natürlich etwas, was sich eher ins Negative als ins Positive noch verschiebt im Moment, weil gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen als wichtigster Auftraggeber sich immer stärker zurückzieht aus dem, was wir für qualitativ wertvolle dokumentarische Arbeit halten. Und zunehmend werden also formatierte Sendungen gebracht, die also jetzt nicht in dem Sinne dokumentarisch sind, dass man ergebnisoffen an die Wirklichkeit rangeht und einfach neugierig mal die Kamera draufhält und guckt, was passiert. Ne? Und dann gibt es immer mehr Leute, die ausgebildet werden, die das machen wollen. Und dadurch wird die Konkurrenz immer größer und die Möglichkeit, Preise zu drücken, wird auch größer. Und wir bedauern das sehr, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja nun mit 7,5 Milliarden Euro finanziert, anders agieren könnte in diesem Bereich, da sehr unrühmliche Beispiele gibt. Habt ihr es denn schon mal versucht, komplett an solchen, ich sag mal, über die Senderfinanzierungsmodellen vorbei, mit Crowdfunding zu arbeiten? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Es gibt ja durchaus Projekte, also, die sehr gut angenommen wurden und auch um ein Vielfaches überfinanziert worden sind. Ich zögere etwas mit der Antwort, weil ich nicht so hundertprozentig daran glaube, dass das, was wir an Zahlen da mitgeteilt bekommen, auch immer die Wahrheit spiegelt. Denn ich glaube, wenn also jetzt so eine Stromberg-Geschichte sich finanzieren kann über eine Crowdfunding-Aktion, dann sind da mit Sicherheit große Zahlungen von Leuten dabei, die eingebunden sind in die in die Gewinnausschüttung des Films. Also man rechnet damit, dass das etwas ist, was reüssiert auf dem Markt, was seine Produktionskosten einspielt und wo noch was übrig bleibt. Also im Grunde genommen ist es ein Crowd-Investment. Über Crowdfunding so eine Geschichte zu machen, also wirklich auf der Spendenbasis, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Zukunftsmodell ist, weil Filme machen ist halt sehr teuer. Ne? Und
Was kostet denn so eine Minute? Gibt es da irgendwelche Anhaltswerte? Ja, das ist natürlich davon abhängig, ob man in die Antarktis fährt oder nicht. Ne? Stimmt, ja. Also Mondverschwörung hat gekostet nach Abrechnung ungefähr zwischen 340.000 und 350.000 Euro. Wobei ein paar Dinge wirklich pauschaliert waren und nicht tageweise abgerechnet waren, denn es sind ja sind viele Drehtage gewesen. Ich habe das ja in einem Booklet zur DVD mal beschrieben. Muss jetzt selbst nachlesen, weil ich es nicht auswendig gelernt habe. Sie 74 Dreh- und Reisetage hatten wir. Ne? Sind also unterwegs gewesen, die Reisen abrechnen müssen, haben natürlich in Hotels übernachten müssen, wobei man im Film ja sieht, dass wir billige Hotels genommen haben. Ja, das ist doch auch Masche, oder? Ja. Bitte? Das ist aber doch auch Teil der Inszenierung, oder nicht? Ja, also das muss ich wohl zugeben. Die Hotelzimmer sahen nicht immer so aus, als wir reingegangen sind. Es haben sich in dem Zusammenhang ziemlich viele Requisiten angehäuft, die sich um den Mond ranken, von dem berühmten Schlafanzug, in dem Dennis da auftaucht, bis hin zu Handtüchern und Bildern und irgendwelchem Schnickschnack, den sich die Leute anscheinend in die Wohnung stellen, wobei ich Wert darauf lege, dass ich wenige dieser Accessoires mit mehr als einem Euro bezahlt habe. Ich habe mir alle irgendwie bei eBay zusammengesucht. 350.000 Euro, spielt ein solcher Film ein solches Geld überhaupt ein? Nein. Wer bezahlt das denn dann? In diesem Fall die Filmförderung größtenteils. Aha. Wobei ich da eigentlich ganz froh war, dass für dieses Projekt Mondverschwörung, als ich gesagt habe, möchte auch einen Kinofilm draus machen, die Leute sich an Deckname Dennis erinnert haben, der ja damals im Kino auch einigermaßen lief. Und es war relativ leicht, Geld zu kriegen, aber es war relativ schwer, dann zum Schluss die Finanzierung zu schließen. Das heißt, von diesen 350.000 ist ein Anteil von ungefähr 50.000 Euro sind Rückstellungen, das heißt also nicht ausbezahlte Honorare, hauptsächlich meine, und auch Barleistungen, die ich selbst erbringen musste. Das ist immer Bestandteil so einer Finanzierung. Man kriegt also kein öffentliches Geld, wenn man nicht nachweist, dass man auch eigenes Geld da reinsteckt. Mhm. Und ich war da eigentlich ganz optimistisch, dass das ein Film werden könnte, der auch sein Publikum findet. War allerdings am Anfang auch etwas enttäuscht, dass erstmal ja eine ganze Reihe von Adressen, an die ich den Film lancieren wollte, da nichts mit anfangen konnten. Und das fing an mit den Berliner Filmfestspielen, die ihn nicht wollten. Eine ganze Reihe anderer Festivals auch nicht. Und da eher die Nase gerümpft. Und beim Deutschen Filmpreis hat er nicht mal die Vorauswahl geschafft. Also die Leute haben eben zum Teil einen etwas anderen Geschmack, muss man auch mitleben. Ich wollte gerade fragen, was sind denn das für Kriterien, die da anwenden, weil das ist doch ein toller Film. Würde ich jetzt auch mal sagen, im eigenen Interesse, aber ja, ist ja auch okay, dass jeder seinen eigenen Blick auf Filme entwickelt. Ne? Und es ist so, dass natürlich auch Deckname Dennis schon so eine bestimmte, also ich war relativ sicher, dass der Film in Universitätsstädten funktioniert, weil bei Deckname Dennis hat das eben so funktioniert. Mhm. Und da gab es Städte, wo der wochenlang in den Kinos gelaufen ist, also in Freiburg beispielsweise, in Dresden, in Heidelberg, auch in Berlin lief der sehr lange. Und ich hatte mir vorgestellt, das könnte also bei Mondverschwörung wieder so werden. Und dieses Kinogeschäft ist eines mit sehr vielen Unbekannten. Und die Situation hat sich seit Dennis in diesen 15 Jahren, seit also Deckname Dennis in den Kinos war, doch ziemlich geändert, was mir auch nicht so klar war. Beispielsweise sind viele der Programmkinos abgerückt, davon Filme wirklich wochenweise als Komplettprogramm zu zeigen. Sondern es ist so, dass er mal Freitag, Samstag, Sonntag in der 15-Uhr-Schiene erscheint und dann in der nächsten Woche zwei Tage um 18 Uhr und dann mal wieder um 21 Uhr. Und das ist natürlich für Leute, die den Film sehen wollen, relativ schwer, sich das immer rauszusuchen. Ja. Die Kinobesitzer meinen, das funktioniert. Dadurch kriegen sie mehr Durchsatz. Also im Grunde genommen spielen sie so ziemlich alles, was interessant ist, aber sehr vieles halt weitgehend auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Und mein Pech war damals, als der Film gestartet ist, dass es die Osterwoche 2011 war, als es plötzlich warm wurde und die Leute nicht ins Kino, sondern in die Biergärten gegangen sind. Mhm. Und das ist natürlich deprimierend, wenn die Kinos dann halb voll sind und die Leute dann nachher sagen, ach, das war aber toll, und trotzdem wird der Film dann nach einer Woche wieder abgesetzt, weil eben die Zuschauerzahlen nicht erreicht. Dazu kommt noch, dass letzten Endes ich mit so einem kleinen Film auch mit wenigen Kopien an den Start gegangen bin, regional gestartet bin. Also erstmal im Norden Deutschlands. Wie viele Kopien waren das? Na, 35 Millimeter Kopien, also die Digitalisierung kam danach, mhm. waren es 7 und okay. dann hatte ich schon auch ein paar digitale Kopien für Kinos, die eben damit ausgestattet sind, sodass also nie mehr als 8, 9 oder 10 Kinos den Film gleichzeitig gespielt haben, was dazu geführt hat, dass die Zahlen, die der Film pro Woche erreicht hat, nicht gereicht haben, um in die offizielle Statistik aufzusteigen. Und dadurch haben die Kinobesitzer auch nicht gesehen, dass es dafür ein Interesse gibt, weil das ja auch durch die Art, wie er programmiert war. Also Berlin beispielsweise in den Kant-Kinos lief er in diesen heißen Tagen vor Ostern 2011 um 18 Uhr. Ja, ja, nee. Da waren die Besucherzahlen einstellig. Ja. Und das ärgert mich natürlich, weil so eine Kinokopie kostet auch ziemlich viel Geld. Und dann wird die verschrammt und verkratzt und unansehnlich. Und letzten Endes hat es nichts gebracht. Naja, jetzt hast du das Internet. Ziehen wir das runter in den Strich. Jetzt hast du das Internet. Das ist ja dann doch, glaube ich, ein relativ neuer Vertriebskanal, auch vor allen Dingen ein relativ neuer Kanal, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Spürst du das? Auf jeden Fall, ja. Ich bin ja da auch noch ein Lernender, weil ich mich da langsam vortaste und bin also wirklich fast erschlagen gewesen von der Resonanz, die dieser Aufruf, die DVD vorzufinanzieren, gebracht hat. Habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich habe ja auch nichts dafür getan, außer dass ich das auf die Homepage mondverschwörung.de gesetzt habe und noch auf die Facebook-Seite, die es parallel gibt für den Film. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt niemanden angesprochen, ja auch euch nicht, macht da jetzt mal Reklame dafür, sondern das also, was machen wir freiwillig, wenn wir es gut finden, ja? Ja, und das finde ich ja so toll, ne, an dieser, sag ich jetzt mal, flapsig Internet-Community, dass sich solche Dinge dann von selbst weitertragen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass da darin durchaus Chancen liegen, auch für die Produktion interessanter Filme. Denn der Film hat zwar eine Fernsehbeteiligung, aber von dieser Gesamtfinanzierung, von der ich vorhin gesprochen habe, liegt der Fernsehanteil unter 10%. Ne? Und das reicht, um den im Fernsehen hinterher ausstrahlen zu dürfen? Also damit kaufen die sich da ein? Ja. Das ist ja lächerlich. Also würde ich auch so sehen. Ja. Würde ich auch so sehen, wobei ich natürlich froh bin, dass Dreisat sich wenigstens daran beteiligt hat und der Hessische Rundfunk noch, außer der Förderung, die da drin steckt. Denn ohne diese Finanzierungsanteile wäre es natürlich noch schwieriger gewesen, die Lücke zu schließen. Aber nur ist eine Fernsehsendelizenz für Dreisat auch nicht so werthaltig wie eine für das erste Programm beispielsweise, die an sowas ja gar nicht rangehen würden. Warum würden die eigentlich an sowas gar nicht rangehen? Weil es ihr eigenes Publikum ist? Weil sie feige sind. Mhm. Ja. Was muss man denen denn verkaufen? Also ich meine, das hat sich ja beispielsweise schon gezeigt bei dem Michael Moore-Film Fahrenheit 9/11, der ist ja nicht in der ARD, die sich ja immer so viel zugute hält, auf ihre Dokumentarfilmkompetenz gezeigt worden, sondern bei Pro7. Ne? Und zwar dort zur besten Sendezeit an einem Samstagabend, wenn ich mich recht erinnere, mit dem höchsten Marktanteil, der an diesem Tag erreicht worden ist von allen Programmen, sodass diese Mär, die ja immer uns entgegengehalten wird, dass Dokumentarfilm kein Publikum findet, ja auch widerlegt worden ist. Nur weiß ich nicht, ob das, was ich mache, wirklich Massen attrahieren könnte. Dazu ist es, glaube ich, noch zu randständig, aber ich glaube, dass das potenzielle Publikum für solche Filme größer ist als das, was ich über meine bescheidenen Kanäle erreichen kann. Und da hilft das Internet schon enorm dabei. Ja, das potenzielle Publikum für solche Live-Filme ist vermutlich im Internet und lässt sich vermutlich übers Internet am besten versorgen, auch mit solchen Filmen. Weil du
letztendlich dann eben, es ist also diese Long-Tail-Idee auch, du hast halt keine Zeitbeschränkung, du kannst halt warten, ne? Das Ding wird sich in einem Jahr immer noch jemand kaufen, höchstwahrscheinlich. Da bin ich ja auch ganz verblüfft, dass das Deckname Dennis, in dem Film, wie gesagt, der 15 Jahre alt ist inzwischen, der ist 1995 ist der entstanden. Damals 50 Jahre nach Kriegsende sollte es, weil wir vorhin darüber gesprochen hatten, was ist eigentlich die Linie dabei, sollte das so eine Bestandsaufnahme sein, lässt sich mit den Deutschen eben 50 Jahre nach Kriegsende in der Weltpolitik irgendwas anfangen. Mhm. Und das Ergebnis, zu dem Dennis damals gekommen ist, war ernüchternd. Und wenn er jetzt mit dem Abstand von 10 Jahren, also 2005 haben wir ja mit den Dreharbeiten von der Mondverschwörung beziehungsweise mit den neuen Reportagen angefangen, und bei der Mondverschwörung ist halt die übergeordnete Idee, dass wir einfach mit dem Abstand von 10 Jahren mal gucken, wie sich das alles entwickelt hat. Die These, mit der wir an den ersten Film gegangen sind, war ja dieser Ost-West-Gegensatz, der die Gesellschaft über lange Zeit einigermaßen stabilisiert hat, ist weg. Die Gesellschaft zerbröselt in ganz viele Kleingruppen, die sich alle bis aufs Messer bekämpfen. Und deshalb kämpfen dort die Autofahrer gegen die Radfahrer und die Männer gegen die Frauen. Und ein Bereich, der also bei den Outtakes zu Deckname Dennis gelandet ist, war, dass die Metzger auch gegen die Vegetarier kämpfen. Mhm. Und dann mit dem weiteren Abstand von 10 Jahren sah es dann so aus, dass auch diese kleinen Gruppen, die immer noch so eine politische Ambition hatten, allmählich am Verschwinden sind. Und stattdessen gibt es also so einen erkennbaren Trend in die Innerlichkeit. Und man neigt dazu, jetzt erstmal zu schauen, dass man sich selbst vervollkommnet und hofft, dass dann über das Arbeiten an der eigenen Person dann sich vielleicht auch die Gesellschaft verändert, was natürlich ein sehr elitärer Ansatz ist. Ja, und das nutzt ja vor allen Dingen alles auch gar nichts wegen dem Plutonium-Imperium und den Chemtrails, nicht? Ja. Naja gut, das kommt jetzt darauf an, auf welche Seite man sich schlägt, weil das ist ja ein apokalyptisches Weltbild, was dahinter steht. Es gibt Gut und Böse, also man kann sich auch so vorstellen wie im Western, da gibt es den Guten und den Bösen. Und diese beiden Seiten kämpfen ja seit Äonen, also schon lange bevor die Erde von Außerirdischen besiedelt wurde, kämpfen die gegeneinander im Weltall. Und dann haben sie sich die Erde gekrallt, um dort diesen Kampf fortzusetzen. Ne? Und jetzt gibt es verschiedene Synonyme, man könnte das Plutonium-Imperium gleichsetzen mit den Amerikanern, aber man kann es auch mit den Reptoiden, also diesen Drachenwesen, die im Inneren der Erde rumwuseln, gleichsetzen, oder mit bestimmten Außerirdischen, die eben auf der negativen Seite zu verorten sind. Und dann gibt es die mit Aldebaran verbündeten Guten, die jetzt wiederum mit dem Germanentum in Kontakt stehen und die versuchen, die Welt zu retten. Und wenn man eben so ein einfach gestricktes Weltbild hat, dann kann man alles einordnen. Und zu der negativen Seite gehört selbstverständlich noch das Weltjudentum, also die jüdische Weltverschwörung. Auch das zieht sich ja als roter Faden durch diesen ganzen Film. Ich wollte gerade fragen, weil es ja auch, also gerade so Esoterik und Verschwörungstheorien sind ja auch eins meiner Hobbys. Und ich habe immer wieder das kommt immer wieder, da läuft es darauf hinaus, also am Ende war es immer der Jude, ist mir aufgefallen. Ist dir das auch aufgefallen? Oder natürlich, in meiner Meinung? Also das ist ja, der ganze Film geht ja eigentlich immer in die gleiche Richtung, und ob man das jetzt Plutonium, Imperium oder Judentum nennt, dadurch, dass Dennis eben sich Zeit nimmt für die Interviews und auch nachfragt, kommt das ja dann auch irgendwann. Ne? Mhm. Auch bei dem Herrn, der die Teufelssymbole auf dem Personalausweis sieht, der redet dann auch drumherum und sagt, das sind die Zionisten. Ne? Und das steht synonym in der Tat. Und da ist erschreckend, dass eben offenbar Feindbilder, die wir schon lange überwunden geglaubt haben, immer noch virulent sind. Ne? Mhm. Und das geht also ziemlich weit in die Gesellschaft rein, ne? Dieser Antisemitismus, der sich da äußert. Und weil ich ab und zu in den Diskussionen dann auch nach der Relevanz gefragt werde von diesen ganzen Geschichten, dann verweise ich darauf, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ja immer mal zur Buchmesse so Statistiken rausgibt, was so die Themenkomplexe der Buchneuveröffentlichungen in Deutschland sind. Ja.
Und da war in der Zeit, als der Film entstanden ist, eine Zahl veröffentlicht, dass ungefähr 20%, also ein Fünftel der Buchneuerscheinungen in Deutschland im engeren oder weiteren Sinne esoterische Inhalte transportieren. Und parallel dazu liest man dann von Leuten, die sich professionell mit diesem Zeug beschäftigen, von irgendwelchen Informationsstellen oder Jugendschutzbehörden, dass die Tendenz latent oder manifest antidemokratischer, antisemitischer Inhalte in dieser Flut esoterischer Literatur auch zunimmt. Ne? Mhm. Und das ist ja kein Wunder, weil eine der Kernideen, auf die man immer wieder stößt, ist ja die Theosophie der Frau Blavatsky mit den 7 Wurzelrassen. In diesem Gedankengebäude rangieren also die Arier als die am höchsten entwickelte Stufe der Menschheitsgeschichte ganz oben, und dann kommen eben Atlanter und Lemurianer so als weniger entwickelte Stufen. Und diese Idee von den 7 Wurzelrassen, die findet sich ja wieder beispielsweise in der Anthroposophie bei Herrn Steiner, aber sie findet sich dann auch in der Ariosophie, also in der Guido von List-Gesellschaft, die sich dann entwickelt hat in diese Friel-Gesellschaft mit diesem Unfug mit den Flugscheiben. Ja, die haben sogar ihre eigene Antriebsenergie, die Vrill-Energie. Ja. Und das wiederum funktioniert ja natürlich nur, weil sie mit Aldebaran in Kontakt stehen und da diese Hochtechnologie gelernt haben. Ja, irgendwo mussten die Nazis ja auch hin, also die guten Nazis, die bösen. Die sind hier im Krieg gefallen. Also das ist so worüber ich glaube, initial mal mit diesem Gedankengut in Berührung gekommen ist, schon viele Jahre her. Da wurde mir mal erklärt, dass es 2 Arten von Nazis gab, die Guten und die Schlechten. Die Schlechten sind am Krieg schuld, die Guten haben sich lange schon zum Aldebaran davon gemacht und kommen dann auch bald wieder. Das ist ja auch eine ziemlich alte Erklärung, ne? Ja. Also Hess war ja auch einer der Guten. Ja, sicher. Ja. Der sich rechtzeitig abgesetzt hat und trotzdem so hart bestraft wurde. Das hält sich, wobei ich übrigens es sagen muss, kommt drauf an, ne? Also es gibt auch welche, die sagen, Hess sei nicht bestraft worden, sondern es war nur ein Schauspieler, den sie da bestraft haben. Ja, das sieht man ja auch in dem Zusatzmaterial. Stimmt. Der DVD. Das ist ja auch drin, ja. Also ich meine, das ist natürlich alles ziemlich wirr, und es gibt auch Leute, die sich da in einem Satz zweimal widersprechen. Ne? Mhm. Also das Interessante daran ist natürlich, es gibt jetzt keinen Esoterik-Papst, der sagt, das ist jetzt die reine Lehre und das habt ihr zu glauben, sondern jeder hat die Möglichkeit, aus diesem Gedankenwirrwarr sich einzelne Partikel rauszupicken und die zu einer Privatreligion zusammenzusetzen. Und das tun die Leute natürlich auch. Mhm. Und dann gibt es für das gleiche Phänomen ganz unterschiedliche Interpretationen, die von harmlos bis massiv antidemokratisch oder schon faschistoid reichen. Ne? Wobei ich finde, also, dass es in letzter Zeit, ja. Ich finde so in letzter Zeit, also vielleicht so seit einem Jahrzehnt, würde ich sagen, beobachte ich das, kumuliert das so ein bisschen in einer Verschwörungstheorie, die NWO genannt wird, also New World Order. Ja. Also die scheinen, ja. Also die Idee einer neuen Weltordnung ist mittlerweile zu einer Institution, der NWO, ähnlich der UNO oder sowas geworden. In deren Wahrnehmung, die tatsächlich die Fäden zieht und ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und darunter, unter diesem NWO-Gedanken, versammeln sich jetzt gerade ganz, ganz viele. Also die Chemtrail-Szene hängt da drin, die Zinskritiker hängen da drin, die Infokrieger hängen da drin. Das scheint irgendwie, so eine Kanalisation dieser Strömung gerade zu finden. Ja, aber auch das kann man runterbrechen auf den gleichen Gegensatz, den wir schon hatten, nämlich dahinter steht natürlich die jüdische Weltverschwörung, die Bilderberger, die Illuminaten, die versuchen über die UNO, die ja nun eindeutig zionistisch gesteuerte Organisation ist, also in diesen Gedankengebäuden, muss ich jetzt natürlich sagen. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir jetzt nicht gegenseitig bestätigen, dass der Jude an allem schuld ist. Das sollen wir die anderen für sich behalten, ja. Ja, aber darauf lässt sich das dann immer reduzieren. Ja. Und das ist natürlich zu sehen in diesem Gesamtzusammenhang, dass man versucht, einfache Welterklärungsmuster für sehr komplizierte Vorgänge zu finden. Mhm. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund dessen, was man den Geldflüssen antut im Moment, ist das natürlich einfach, wenn man die Schuldigen benennen und auch lokalisieren kann. Lokalisieren kann man sie in den USA auf jeden Fall. Mhm.
Und das ist ja das Phänomen auch, dass Dennis als Amerikaner trotzdem auf so bereitwillige Auskunftsgeber stößt. Ja, wenn in den USA ja die Meinungsfreiheit so hoch gehalten würde. Das ist ja auch spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, dass er ja nicht damit zurückhält, dass seine Abstammung indianisch ist. Mhm. Und das sind ja auch Minderheiten, denen übel mitgespielt wurde. Und auch das sichert ihm Pluspunkte. Ja, das ist aber in der Szene, also das ist auch ganz, ganz hübsch, also bei diesen Verschwörungstheoretikern ist halt die Meinungsfreiheit in den USA immer ein Zeichen dafür, dass es in den USA besser sei, weil da wird man halt nicht dafür bestraft, wenn man Heil Hitler Juden raus an die Wand malen würde. Daher kommt das, glaube ich, dieses Amerikaner erzähle ich das, weil da wird es wenigstens gesendet. Wie reagieren diese Porträtierten eigentlich auf euch? Also habt ihr irgendwelche Reaktionen mal bekommen? Also ich hatte es kommt ein Herr vor, der in Berlin zum Umweltdezernat geht und die Chemtrails anzeigt. Ja. Herr Petersen, der auch aktiv ist, weil er in seinem Schaufenster hat so ein kleines Radio-Fernsehgeschäft, publiziert er auch Informationen über Chemtrails und stellt seine Bilder aus, um die Bevölkerung wachzurütteln. Und der hatte mich angerufen, weil er hatte von dem Film gehört und hat sich das auch angeguckt im Kino und war ganz begeistert, dass er jetzt endlich die Möglichkeit hat, diese Geschichte mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn diese Leute waren ja natürlich auch beschnitten in ihrer Möglichkeit, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Man nimmt sie ja nicht richtig ernst. Und jetzt hat er das Gefühl, er ist immer ernst genommen worden und das ist jetzt dokumentiert und jetzt muss die Polizei auch was machen. Die haben dieses Verfahren übrigens eingestellt dann, weil sich kein Anfangsverdacht ergeben hat, was ihn dann schon wieder ein bisschen enttäuscht hat. Und dann hat er von seinen Freunden noch gehört, dass Dennis ja eigentlich ein Agent der National Security Agency, der NSA ist. Und das hat ihn jetzt in Zweifel gebracht. Und irgendwann habe ich dann mal eine Mail von ihm bekommen, wo er dann gefragt hat, das würde er nicht ganz verstehen. Herr Dr. Stoll, also ein anderer Verschwörungstheoretiker, habe ihm gesagt, dass Dennis für die NSA arbeitet, aber auf das Autokennzeichen steht ja CIA. Und das hat man nicht so richtig zusammengebracht. Und ich muss im Moment, da habe ich hier noch eine Anfrage liegen. Ich muss auch Dennis, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, nochmal fragen, ob er jetzt wirklich NSA-Agent ist. Ich denke, er wird mir da wahrheitsgemäß antworten. Ja, natürlich wird er dir wahrheitsgemäß antworten, denn du gehörst ja zu denen. Also, wo ich hingehöre, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber von Frau Schlabitz, die auch im Film vorkommt, weiß ich jedenfalls, sie hat ja das Filmteam ausgependelt und hat festgestellt, das sind lauter Leute, die eigentlich dem Germanentum und nicht dem Plutonium-Imperium zuzuordnen sind. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Das heißt aber doch, der arme Teufel hat diesen Film gesehen und der Film macht sich ja doch über die Leute lustig, die er porträtiert. Und er hat nicht gemerkt, dass er eigentlich zum Gespött wird über diesen Film. Also das dementiere ich ja immer, dass der Film sich über die Leute lustig macht. Stimmt, ich glaube, Dennis, durch seine Fähigkeit zuzuhören und auch sich darauf einzulassen, ist er erstmal ein neutraler Ansprechpartner, der das ohne zu werten entgegennimmt. Er versucht ja auch nicht jetzt vor laufender Kamera, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu deutschen Journalisten, die Leute zu widerlegen und ihnen darzulegen, dass sie sich auf einem Irrweg befinden, sondern er hört sich das alles an, sagt aha und interessant und stellt Fragen, die signalisieren, dass er das zunächst mal für möglich hält. Ja. Und ich muss gerade schon wieder lachen, weil er eben auch wirklich die Fragen, die er stellt, sind auch manchmal so absurd. Ja. Also, das ist ja bei Deckname Dennis auch schon so. Ja, da war es aber nicht ganz so schlimm. Ich fand es bei der Mondverschwörung halt so schlimm. Bei Deckname Dennis gibt es eine Szene, wo ich gedacht habe, jetzt sind die Dreharbeiten beendet, wo er bei dem Treffen des Coburger Konvents, also bei diesen korporierten Studenten, dann sagt, wenn sie heute Abend ihren Fackelzug nehmen, was verbrennen sie denn da? Ja. Ich meine, dadurch, dass er Amerikaner ist, wissen die Leute natürlich, er kann es eigentlich nicht so genau wissen. Er kann sich da die ein oder andere Frage mal erlauben, die ein deutscher Journalist so nicht stellen könnte. Ne? Und das ist schon zum Teil kurios, aber wie gesagt, er lässt sich da drauf ein und auch
der Zusammenschnitt ist zwar pointiert, das heißt, ich versuche natürlich diese einzelnen Sequenzen irgendwie mit einer Pointe zu beenden, ja, die dann auch die Absurdität vielleicht nochmal deutlich macht, aber der Schnitt greift ja jetzt nicht in dem Sinne ein, dass da irgendwelche Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden oder Sinn entstellt werden. Sie werden ein bisschen verkürzt, aber das wird jeder, der sich auf ein Interview einlässt, verstehen, weil die Medien können das nicht in voller Länge bringen. Aber ich habe mal gesagt, übrigens auch schon bei Decknamer Dennis gesagt, jeder, der das sieht und beteiligt ist, wird sagen, ja, was ich mitzuteilen hatte, das ist im Großen und Ganzen richtig wiedergegeben und eben nicht aus dem Zusammenhang gerissen oder mir ist nichts in den Mund gelegt worden, was ich nie gesagt habe. Aber eins verstehe ich nicht, warum muss ich mit lauter so merkwürdigen Leuten in einem Film zusammen auftreten? Cleverer ja. Trick. Ja, ich glaube auch wirklich, dass das die Reaktion ist, weil es gibt ja den Mechanismus der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, man wird zunächst mal das überprüfen, was einen selbst betrifft. Und nun ist es ja so, dass das, was da komprimiert wiedergegeben wird, von diesen Leuten auch nicht nur gesagt wird, sondern auch geschrieben wurde. Das heißt, das kann man ja alles auch nachlesen. Ja. Was ist das Nächste, womit du dich in dieser Weise befassen wollen würdest? Oh, das ist geheim. Das ist tatsächlich, aber du hast was, wie man so schön sagt, bei uns in den Medien in der Pipeline, ja? Ich sagen wir mal so, ich habe verschiedene Ideen. Bei mir braucht das immer relativ lang, bis sich diese Ideen umsetzen. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich zwischen Deckname Dennis und der Mondverschwörung zwar auch andere Dinge gemacht habe, zum Beispiel einen Film über das Goethe-Jahr 1999, auch so einen Versuch, sich der Wirklichkeit mit Mitteln der Realsatire anzunähern. Der ist allerdings vielleicht wegen des Themas Goethe nicht so beachtet worden. Gibt's den irgendwo allerdings zum auch Download? Bitte? Gibt's den irgendwo zum Download? Ja, den gibt's auf Onlinefilm.org auch. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Thema, was der absolute Renner ist und es bleibt auch so ein bisschen harmlos im Vergleich zu den Dingen, die ja wirklich in dieses politisch rechte Spektrum auch reingehen und ganz bewusst dort die Türen aufstoßen, wo es auch ein bisschen wehtut. Ne? Und was ich sagen will, ist, dass ich immer relativ lange brauche für die Vorbereitung und dann für die Umsetzung auch nochmal aufgrund der Dinge, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Von irgendwas musst du ja auch leben, ne? Ja. Bitte? Von irgendwas musst du ja auch leben. Richtig, ja. Ich muss ja zwischendurch auch mal Geld verdienen und mit Filmen ist das schwer möglich. Jedenfalls mit solchen Filmen. Vielleicht mag das gelingen, wenn man die Erwartungen des Fernsehens viel besser bedient, als ich das tue. Mehr Hitler, meinst du? Ja. Obwohl Hitler kommt ja vor, ne? Also jetzt nicht persönlich. Ja, und, aber Hitler ist 40. Bild, aber er schwebt ja über allem. Mhm. Nee, ich meine, also ich glaube, mit Hitler-Dokus kann man im Fernsehen immer noch ganz gut punkten. Also ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich das Fernsehen einschalte und eine Doku läuft, ist es mit Hitler. Ja, das gibt immer mal so Wellen, aber das ist natürlich so, dass dieser ganze Unfug mit der Absetzung in die Antarktis und Neuschwabenland auf diesen Private Channels auch die deutschen Flugscheiben, ne, dass das da Gegenstand angeblich seriöser Dokumentationen ist, ne, und dass man versucht, da in irgendwelchen Archiven irgendwelche Belege zu finden, das ist ziemlich absurd. Übrigens kommt im Film ja auch eine Bild-Zeitungsüberschrift vor, ließ Hitler heimlich UFOs bauen. Da merkt man ja auch, wer diesen Bereich mitbefeuert, ne. Mhm. Und wenn man sich die Private Channels anschaut, auch in Deutschland, wie häufig da esoterische Themen vorkommen, wie häufig irgendwelche Leute mit Grenzerfahrungen berichten. Die Bild-Zeitung hatte vor, eine Reihe zu machen über Reinkarnation, wo sie schon einen bedeutenden deutschen Rückführungstherapeuten unter Vertrag genommen hat, bis dann herauskam, dass der mal ein Buch geschrieben hat, in dem er den Holocaust als Relation gesetzt hat zu dem Karma-Gesetz. Der kommt jetzt bei den Outtakes vor. Ja. Hey, das ist gerechte Strafe, weil in einem alten Leben irgendwie mal was angerichtet wurde. Ne? So diese Idee steht dahinter. Ja. Also das ist ja die Grundidee dieses Karma-Gedankens, dass man immer wieder geboren wird und abbüßen muss, was man in früheren Leben verfehlt hat. Und so hat er den Holocaust auf Verfehlungen der Leute, die da umgekommen sind, interpretiert und das
fanden dann einige nicht mehr lustig. Übrigens auch eine der Redakteurinnen dieses Films nicht. Und deshalb ist das mit einer Szene, wo wir gesagt haben, also da wird es dann bedenklich, weil ich mich nicht unbedingt berufen fühle, den Leuten, die da jetzt vor der Kamera sitzen oder stehen, weitere Gerichtsverhandlungen einzuhandeln. Mhm. Das mögen dann andere tun, aber ich möchte mich da auch nicht zum Erfüllungsgehilfen der Staatsanwaltschaft machen. Hast du sie denn tatsächlich manchmal bremsen müssen? Naja, also die Leute waren ja sich bewusst, dass das aufgezeichnet wird und jeder, der heute sich vor die Kamera stellt und setzt und da irgendwas sagt, weiß natürlich, dass das dann nicht auf irgendeinen Bereich beschränkt sein kann im Zeitalter des Internet. Das heißt, auch was für die USA erstmal gefilmt ist, kann natürlich in Deutschland auch gezeigt werden. Ja. Und von daher wussten die wohl alle, was sie sagen. Und einige haben das ja auch betont, indem sie dann darauf hingewiesen haben, wie zum Beispiel der Herr Müller, der ja schon mal ein Verfahren bekommen hat wegen Volksverhetzung und dem man dann bescheinigt hat, dass er unter Verfolgungswahn leidet. Und das hat ihm wiederum den Freibrief gegeben, dass er in Zukunft und jetzt schon alle diese Dinge verbreiten kann, ohne dass ihm was passiert. Ne? Welcher also war das? War das der mit dem Sieg Heil? Das ist der, der überall Juden sieht und sagt, es gibt keine deutschen Politiker. Und er rekonstruiert das aus den Namen der Leute. Sein Pech ist, dass auch der Name Müller nach seiner Meinung jedenfalls ein jüdischer Name ist. Das heißt, er selbst ist jüdischer Abstammung, er leidet darunter und trotzdem fühlt er sich verpflichtet, da zu warnen. Und das tut er so, dass er diesen Mist in alle möglichen Gästebücher, die er im Internet erreichen kann, schreibt. Und auf seiner Homepage ist er stolz darauf, wie viele zigtausend Einträge er schon gemacht hat, um dieses Phänomen der kasarischen Durchsetzung von Deutschland zu publizieren. Und dann findet sich das in Gästebüchern von harmlosen Sportvereinen und so weiter. Und die haben dann immer Ärger, bis sie das wieder rauskriegen. Und das geschieht also alles unter dem Schutz seines Verfolgungswahns. Ne? Und es passiert dann manchmal, dass diesen Leuten dann auch bei einer Hausdurchsuchung der Computer beschlagnahmt wird und dann sammeln sie, dass sie mal wieder einen neuen kriegen und das fortsetzen können. Also es ist sehr schwer in den Griff zu kriegen, dieses Ding. Ja, in der Tat. Bist du irgendwann während der Recherche oder während der Dreharbeiten zu dem Film mal Gefahr gelaufen, von einzelnen Aspekten auch so eingesaugt zu werden und einzelne Aspekte davon plausibel gefunden zu haben? Ich glaube nicht, nee. Also so richtig plausibel nicht, weil ich schon mit so einer skeptischen Grundhaltung an vieles rangehe. Ich nenne das Grütze-Detektor übrigens, was ich da habe. Also ich erkenne immer sehr gut, wenn jemand Grütze redet. Also. Ja, also ich möchte es halt genau wissen und das hängt vielleicht auch mit meinem Vornamen zusammen. Jetzt muss ich allerdings biblisch werden, denn Thomas, der musste ja auch den Finger in die Wunde legen, weil er hat es nicht geglaubt. So, und wenn ich den Finger in die Wunde lege, passiert allerdings auch nicht so besonders viel. Und was mich aber interessiert als Dokumentarist, ist ein anderer Aspekt. Also es ist ja so, wir stellen die Kamera auf und schalten die ein und dann meinen wir, dass das, was vor der Kamera passiert, Wirklichkeit ist. Ja. Ja. Und jetzt stelle ich auch einmal fest, es gibt Leute, die leben in einer ganz anderen Wirklichkeit. Das heißt, die reden ganz normal so, als würden sie zu unserer Gesellschaft dazugehören und plötzlich klickt irgendein Schalter rum und sie sind in einer Parallelwelt, wo sie kaum noch erreichbar sind und haben eine ganz andere Vorstellung von Realität. Und das finde ich erstmal als Gedankenspiel ganz interessant, ja, dass es diese Parallelwelt geben könnte und von dieser Faszination der Möglichkeit einer Parallelwelt leben ja auch große Hollywood-Filme, ne? Aber das heißt ja nicht, dass man das übernehmen muss, um Gottes Willen. Das hoffe ich dann, dass das auch den Leuten, die sich diesen Film anschauen, nicht passiert. Wir arbeiten dran. Das ist natürlich, ist, ist, ist,
ist natürlich die Frage, ne? Inwieweit kann sowas affirmativ wirken? Und da habe ich auch schon bei Deckname Dennis mich angelegt, zum Beispiel mit der Filmbewertungsstelle, die immer diese wunderbaren Prädikate vergibt, wertvoll oder besonders wertvoll. Die haben dem ersten Film das Prädikat verweigert und haben gesagt, das ist ja ein absolutes Zerrbild unserer Gesellschaft und was passiert, wenn das im Ausland gezeigt wird? Was kriegen die Leute denn für ein Deutschlandbild? Meine Erfahrungen sind grundsätzlich andere. Ich habe eigentlich kaum jemanden getroffen, der nicht verstanden hätte, dass das natürlich eine satirische Überzeichnung dessen ist, was bei uns passiert. Aber wenn man in einen Zerrspiegel schaut, sieht man ja manchmal besondere Merkmale, die deutlicher hervortreten, als sie bei einem ganz normalen Spiegel zu sehen wären. Ne? Und ich glaube, das ist die Chance, die so ein Film hat, dass man einfach bestimmte möglicherweise im Alltag gar nicht besonders auffällige Dinge einfach so deutlich hervortreten lässt, dass es einen Anlass gibt, sich mal darüber zu unterhalten. Und ich habe im Begleitblatt, in dem Booklet zu der DVD ja geschrieben, das alles geht ja so lange gut und man kann so lange darüber lachen und das für irgendwelche abseitigen Dinge halten, bis sowas passiert wie letztes Jahr in Utøya in Norwegen. Mhm. Ne? Dass jemand, der diesen Verfolgungswahn hat, wirklich anfängt zu schießen. Ja. Und im Grunde genommen das Weltbild vieler Leute, die da am Schluss des Films Mondverschwörung auftreten, ist wahrscheinlich von dieser subjektiv empfundenen Bedrohung dieses Attentäters von Utøya nicht so weit entfernt. Ne? Wie die das letztlich umsetzen und was die damit machen, das ist vielleicht sehr unterschiedlich. Ja? Und ich hoffe, dass die alle harmlos bleiben. Das hoffe ich und auch dass man sehr weiterhin über sie lachen kann. Ja? Mhm. Aber ausgeschlossen ist das ja nicht. Ne? Na, ich und, wundere mich, ist ja schon mal schief gegangen zwischen 33 und 45, genau. Dass solche Irren an die Regierung kamen. Ja. Und ich wundere mich auch. Und da muss man natürlich, wirklich, Moment, jetzt. Ja. Ich wundere mich bisweilen wirklich sehr darüber, dass nicht mehr passiert. Also, das ist, was passiert, ist schon zu viel. Also, Utøya ist schon zu viel. Aber dass nicht noch mehr passiert, finde ich manchmal sehr irritierend. Und ich frage mich, wie schaffen wir das, diese Leute doch so sehr in der Zivilisation zu halten noch? Ja, also ich bin da auch an der Frage bin ich sehr im Zweifel und bin auch einigermaßen ratlos, weil ich glaube, man kann die nicht alle in geschlossenen Anstalten unterbringen. Dazu sind inzwischen zu viele. Da muss man ja nur mal gucken, wer sich ernsthaft mit dem Thema Neuschwabenland auseinandersetzt, welche Flut von Literatur es da inzwischen gibt. Ja, Literatur in Anführungszeichen, ich hoffe, das war hörbar, die auch ganz auf offiziellen Plattformen, die Amazon verkauft werden, ungeniert. Ja, das wird also ständig befeuert und ich glaube, für einen Teil der Rechten ist das sowas wie eine innere Emigration, dass man sich in diese Vision flüchtet, die am Schluss des Films ja auch von einem Sänger nochmal zusammengefasst wird in einem Song, den er gemacht hat mit dem Titel Neuschwabenland. Ne? Wohin willst du gehen? Ja, und er vergleicht das ja explizit mit dieser Kyffhäuser-Legende, da ist also der Herrscher, der schlafende Herrscher, der irgendwann wiederkommt und dann als machtvoller, strahlender Kaiser alles wieder in Ordnung bringt. Und ich glaube, dass diese Fantasie in einigen Köpfen hier auch noch rumspukt. Ne? Mhm. Und ich hatte vorhin gesagt, also es ist ja schon mal so gewesen, dass Irre an die Regierung gekommen sind. Der deutsche Faschismus hatte ganz starke esoterische Züge, ne? Nicht nur in seinem Symbol, dem Hakenkreuz, das ein esoterisches Symbol ja ist, sondern auch diese ganze SS-Ordensideologie, die sich in der Wewelsburg manifestiert, ja, die ganze Rassenlehre, die Wurzeln hat, die ich vorhin schon mal dargelegt habe mit der Theosophie, die ist ja übernommen worden und ist sozusagen weiterentwickelt worden durch den Faschismus, ja. Und dann kamen eben diese Geheimgesellschaften, Frielgesellschaft mit dazu. Und im Grunde genommen stellt man etwas verwundert fest, dass diese ganzen Tendenzen heute immer noch nicht klein zu kriegen sind, ja, sondern dass es Leute gibt, die wieder ausgraben und reanimieren und auch pflegen. Und so gesehen
ist es wie bei Deckname Dennis durchaus erlaubt, auch mal zu lachen in einem Film, aber es ist ein Lachen, was dann hoffentlich irgendwann auch im Hals stecken bleibt und wo man sagt, oh, da ist aber doch irgendwas, was wir zumindest mal beobachten müssen. Ich will jetzt nicht auf Alarmismus machen und sagen, es steht die reichsdeutsche Machtübernahme durch die Flugscheiben unmittelbar bevor. Aber wenn wir da mal ein bisschen drauf schauen und nicht sagen, ja, Religionsfreiheit und die können glauben, was sie wollen, ist das vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja, ich finde immer wichtig, auch darüber zu lachen, weil es letztendlich tatsächlich Witzfiguren sind, mit denen wir es zu tun haben. Da. Und ich denke immer, die bestmögliche oder die beste Möglichkeit, dafür Aufklärung zu sorgen, auch für spontane Aufklärung und nachhaltige Aufklärung zu sorgen, ist, sich darüber zu amüsieren. Einfach zu sagen, das ist lustig, das ist nicht ernst zu nehmen. Und in dem Moment, wo sich der Gedanke auch verbreitet, haben wir dann solche Sachen, wie wir mal in Leipzig erlebt haben, wo dann die NPD-Demonstration mit Luftschlangen begleitet und mit Konfetti beworfen wurde. Ja, und damit vollkommen ihrer Bedrohung und ihrer Macht beraubt wurde. Ja, ja. Also im Schluss von Deckname Dennis gibt es ja so eine NPD-Veranstaltung, wo so 30 Rechte aufmarschieren in Karlstadt, in der Kleinstadt am Main. Und dort für oder gegen irgendwas demonstrieren und eine schlechte Lautsprecheranlage dabei haben, dass sich die Stimme fast überschlägt. Ja, also es ist im Grunde genommen eine armselige und komische Veranstaltung. Und auf der anderen Seite sind aber dann nicht 30, sondern vielleicht 300 oder vielleicht auch 900 Demonstranten, die ein Höllenspektakel veranstalten und sozusagen da ein Gegenpart bilden, und das hat so was Rituelles, ne? Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht reichen würde, die Leute in ihrer Lächerlichkeit einfach zu belassen und das einfach sich totlaufen zu lassen, denn oft wird das ja dadurch zum Ereignis, dass man es zu ernst nimmt. Und deshalb sehe ich das ähnlich. Ich glaube, dass die Idee, diese Dinge der Lächerlichkeit preiszugeben, auch eine Waffe sein kann in der politischen Auseinandersetzung. Und da finde ich zurück zu dem Thema eines Kurzfilms, den ich mal gedreht habe, zu einem historischen Ereignis, das so gut wie vergessen ist. Und zwar datiert das zurück in das Jahr 1932, als die Eiserne Front, eine sozialdemokratische, antifaschistische Bewegung, versucht hat, systematisch und gesteuert von Carlo Mierendorf, dem sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, und einem Wissenschaftler, der in Heidelberg tätig war, ein exilierter Russe, der mit Pavlov zusammengearbeitet hat, ein Herr Tschachotin, die haben versucht, eine Kampagne zu starten gegen den Faschismus, indem sie versucht haben, mit Hilfe junger Arbeiter, die in der Eisernen Front organisiert waren, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisiert waren, die Faschisten lächerlich zu machen. Die haben also damals politkarnevalistische Umzüge veranstaltet, wo also Leute in Landestracht aufgetreten sind, hatten so Mistgabeln geschultert. Auf jeder Mistgabel steckte ein Hakenkreuz. Oder sie haben mit Klebezetteln gearbeitet. Da stand dann drauf, jedes Ding an seinen Ort, das Hakenkreuz auf den Abort. Mhm. Das haben sie dann in den Städten irgendwo angeklebt und die Leute haben gelacht. Und dann haben sie bei den Wahlen, die es 32 gab, versucht, das wissenschaftlich zu begleiten und haben festgestellt, dass überall dort, wo diese Kampagnen liefen, die Nationalsozialisten in die Defensive gekommen sind und auch zurückgedrängt wurden, was die Stimmenanteile anging. Das heißt, sie haben praktisch nachgewiesen, dass es möglich ist, dadurch, dass man solche Bewegungen lächerlich macht, sie auch in die Defensive zu drängen und sie klein zu halten. Dass das letzten Endes nicht erfolgreich war, wissen wir alle, ja. Aber es ist eine Methode, an die man sich vielleicht auch mal zurückerinnern kann. Ja. Thomas Frickel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön.